Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Pokémon Go, hier auf meinem Kanal Luxidron. Wir machen heute einen Regirock Raid und ich kämpfe mit Celebi. Neben mir steht ein Raudon und ein Gardos. Regirock hat Frostschutz eingesetzt, Celebi hat Hyperstrahl eingesetzt. Yeah. Okay. Das hier ist ein Regi-Upgrade. Ein Stein-Pokémon. Und ist sehr stark. Jetzt zur kommenden Woche, was in Pokémon Go jetzt so bestehen wird. Es werden am 13. Arctos, Zapdos und Lavados in die Race-Kämpfe eingeführt. Als Bonus kann man ein Shiny Arctos, Shiny Zapdos und Shiny Lavados fangen. Ich habe ein Shiny 100er Lavados gefangen. Wir brauchen noch ein Shiny Zapdos. Also geht das recht toll für mich. Dann am 20. September wird dann Mewtwo für 3 Tage in die Raid-Kämpfe eingeführt. Falls noch keiner Mewtwo hat oder wie mehr, sollte sich das auf jeden Fall anschauen. Obwohl Mewtwo, sage ich jetzt mal so, ist ziemlich schwach. Ich habe schon 13 davon. Also wirklich, nicht wirklich gut. Und dann, was ich vermute, soll Dexois in die X-Raid-Kämpfe eingeführt werden. Was ich richtig cool finde, weil Dexois ist ja der Feind von Rayquaza. Rayquaza ist mein Lieblings-Pokémon, also cool. Ja. Da solltet ihr wahrscheinlich wieder Race machen, dass ihr einen X-Raid bekommt. Es ist noch nicht hundertprozentig sicher, dass Dexois kommen wird, aber es scheint so. Auf meinem Kanal wird es dann auch Mewtwo Raids ein paar geben. Es wird von Arctos Raid an Zapdos Raid und Lavados Raid. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das wollt oder ob die Lavados, Zapdos und Arctos Tage euch schon genug waren. So, jetzt kommen wir zum Fangen von Regirock. Okay, da kann ich dabei auch weiterhin. Oh, er ist stark. Das muss man haben los. Ja. Ich werde auch mal meine ganze Shiny-Kollektion herzeigen, falls ihr das wollt. Ich habe ziemlich viele, also könnte das ein bisschen dauern. Ja, fangen. Ihr könnt mich auch in die Videos schreiben, von welchen Spiele ihr so Videos wollt. Ich kann auch jetzt Videos von der Switch machen. Im November wird dann Pokémon Let's Go Evoli kommen. Pokémon Let's Go Pikachu werde ich nicht, weil ich mag... Entschuldigung gegen alle Pikachu-Fans, aber ich finde Evoli süßer. Es ist flauschiger und Pikachu... Ist ja auch süß, aber nicht so süß wie Evoli. Bei Evoli hat man auch mehr Entwicklungsmöglichkeiten, zu welchem Pokémon man es entwickeln kann. Aquana, Flamara, Blitzer, Nachtara, Felinara, Glaciola, Felinara und Bulbapurba. Das waren alle. Ich probiere es jetzt mal mit einer silbernen Sanana, die man auch entweder eine aus Forschungsaufgaben bekommt oder bei Celebi bekommt man 15, was auch ganz schön cool ist. Ja, schaut schlecht aus, dass wir diesen heute fangen. Ich probiere es weiterhin. 3 Shiny Lavados habe ich insgesamt am Lavados Hotel gemacht. Ja, Rayman Legend wird jetzt nicht kommen, weil manchmal spinnt einfach meine Videoaufnahme. Und ich spinne das jetzt nicht bei diesem Video, weil sonst, naja, muss ich heute ein neues drehen. Und dann muss ich wieder die ganzen Informationen sagen. Aber das macht mir nichts aus, weil ich will euch unterhalten. Dann lasst ein Like da, ein Abo, das wäre auch sehr nett. Und falls ihr mehr Infos zu Pokémon Go haben wollt, schaut meine Videos. Ich mache jeden Raid außer Latios, den habe ich versehentlich vergessen. Ja, ist mir auch nicht eingefallen, dass ich da ein Video machen sollte.
Abonniert Flying Dombasta. Er ist mein Freund. Er ist ziemlich cool. Schreibt mir in den Kommentaren, ob ich gegen ihn einen, oh, jetzt ist er gefunden, einen Diss-Track machen soll. Schreibt mir das in die Kommentare. Okay? Ja. Hyper Freunde! Yay! Jetzt bloß den Raid. Wie viele Punkte bekomme ich jetzt? Schauen wir mal, wie viele Punkte ich habe. Tolle Punkte. Tolle Anzahl an Punkten. Bald bin ich Level 40. Ich mache euch, wenn ich Level 40 werde, ein Video. Dann sage ich bis dann und ciao. Und bloß nicht vergessen, lasst ein Like und ein Abo da. Bye.